Versprochen, Toilette sauber machen macht in Zukunft Spaß. Das dank Pasta Clean, dank unserem legendären WC-Pulver. 3 Kilo im großen, großen Gebinde reichen für mindestens 85 Anwendungen. Carina und ich bin immer wieder fasziniert und wirklich jetzt Hand aufs Herz. Wir kennen uns schon so viele Jahre. Ja. Jedes Mal, wenn ich das WC-Pulver nütze, stehe ich vor der Toilette und staune, wie das von ganz alleine passiert und die Toilette ist blitzeblank danach. Und das ist ja das Tolle. Ja, man wünscht sich ja eigentlich jemanden, der nach Hause kommt und die Toilette sauber macht. Genau. Die muss sauber sein. Die darf nicht mehr so schnell schmutzig werden. Mhm. Das wäre der Idealfall. Ja. Und dass man das Fenster aufmachen muss und dass es irgendwie riecht unangenehm. Genau. Ja, das soll auch nicht sein. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn man ein Pulver hat, das mit Wasser zu einem Schaum wird, von unten nach oben steigt, mhm, richtig da, wo Keime, Bakterien, Gerüche sitzen, Biofilm, unter den Rand der Toilette, das wäre klasse. So, und das ist es, ne? Genau. So, und wir machen da im Schnitt 80, aber für die Sparfuchs-Variante, mhm, Katja, bis zu 200. Das zeige ich, weil dann schäumen wir nicht die ganze Toilette aus, mhm, geben ein bisschen rein und mit der Bürste. Aber also bis zu 200 Anwendungen, mhm, für die Sparfüchse. Für die Sparfüchse. Aber wie gesagt, ne, zeigen wir gleich noch. So, und jetzt zeige ich mal an unseren, ich sag mal, Gläsern, wie unser Pulver funktioniert. Mhm. Und dann gehe ich noch mal auf die Inhaltsstoffe ein. Gerne. Weil da ist ja nicht nur eins drin. Wer Pasta Clean kennt, der weiß, da ist wieder alles drin. Rostlöser, Kalklöser, Urinscheinlöser. Da habe ich es doch schon gesagt, Katja. Und, und die mikroskopisch feinen Polierkörperchen. So, und Sie bekommen 3 Kilo von einem Pulver nach Hause. Mhm. Messbecher ist dabei. Ja. Machen Sie aber nicht ganz voll und geben es in die Toilette, sondern wir dosieren nach. Zeige ich gleich im Nachgang. Mhm. Jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Pulver, mhm, und habe mal stellvertretend für die Toiletten zu Hause. Ja. Flachspüler, Tiefspüler. Vielleicht möchten Sie sogar ein Urinal mal ausschäumen oder, mhm, ein Bidet. Mhm. Ne? Kann man alles machen. Campingtoilette ist ja auch ganz weit genau vorne. Genau. So, dann dosiert man je nach Größe. Und es findet man ja in der Toilette so verschiedene Ablagerungen. Ne? Biofilm, Kalkrost, Urinstein. Manchmal will man gar nicht wissen, was es genau ist. Ja, ne? Genau. So, und ich gebe jetzt mal unser WC-Pulver, nicht zu viel, mhm, damit es nicht überschäumt, gebe ich jetzt mal einfach hier rein. Und jetzt sieht man was Phänomenales. Das Pulver trifft auf den Schaum und mit der Aufwärtsbewegung fangen die Polierkörperchen an polieren. Kalkrost, Urinstein weichen jetzt aber auch 17 Minuten ein. Und ich mach mal den Bällchentest, weil das ist so ein stabiler Schaum. Ja, wie Schlagsahne. Genau. Und der löst jetzt den Schmutz auf. So, und hier, Wahnsinn, ja, ne? Wahnsinn. Mhm. Und ich gebe jetzt mal das Bällchen drauf, Katja, richtig, ja, mit Schmack ist, damit, ja, man das auch sieht, dass das nicht nur so ein Schäumchen ist, mhm, sondern wie Schlagsahne. Ne? Den kriegst du auch hier nicht untergedrückt. Und der Schaum ist in der Lage, das Bällchen mitzunehmen. Das bedeutet, der steht in der Toilette drinne, mhm, und macht für Sie die Arbeit. Und hier vorne sieht man den komplett gelösten Schmutz. Genau. Und das sieht man nämlich so schön, Carina. Guck mal hier. Der löst den Schmutz und nimmt den Schmutz mit nach oben. Mhm. Und das aber total selbstständig. Ja, du hast ja jetzt nicht irgendwie hier mit einer Bürste oder sonst was rumgefuhrwerkt. Guck dir das mal an. Der nimmt den Schmutz mit, trotzdem die totale Stabilität, was das Bällchen hier anbelangt. Also der Schaum ist wirklich stabil und fällt nicht in sich zusammen. Richtig. So, und jetzt noch vielleicht 2 Worte zum Schaum. Was ist da alles drin? Das, ja, ist ja der Träger, das Pulver. Ja. Und wir haben Rostlöser, Kalklöser, Urinsteinlöser, weil viele haben in der Toilette so Rostläufe, ne? Richtig, genau. wo man wirklich schon Gefahr läuft. Also ich habe das schon von so vielen gehört. Und das WC-Pulver ist ja vor vielen, vielen Jahren mal auf Kundenwunsch entstanden, ja, weil man auch mit solchen Gerätschaften versucht hat, hinten an der Toilette diesen Rost oder diesen Kalk oder Urinstein einfach abzupickern. Ja. Da zerstört man sich ja nur die Keramik. Ja, natürlich. So, da ist ein riesen Kratzer dann drin und der guckt dich jeden Tag an, wenn du auf die Toilette gehst. Genau. Nicht schön. Dann gibt es ja diverse Reiniger. Mhm. Ich habe hier mal echt so einen Putzeimer. Ich habe den auch hier hinten versteckt, weil der sieht ja nicht schön aus. Ja. Ist ja kein, wenn man den Spülen-Unterschrank aufmacht, was da alles sich angesammelt hat, genau, an Versuchen. Ja? Ja, genau. So, genau. Toilette reinigen, unter den Rand, neben den Rand, mit dem Rand, keine Ahnung. Aber Salzsäure ist auf jeden Fall dabei, Handschuhe waren oft mit dabei. Ja? Und dann natürlich auch diese Sachen, die wirklich die letzten Gerüche, die da sind, noch übertünchen sollten. So, und das WC-Pulver ersetzt natürlich den kompletten Eimer. Ne? Ja, genau. So, und dadurch wir im Schnitt, sage ich mal, 80 Anwendungen bei einer kompletten Ausschäumung machen,
Und das circa einmal die Woche reicht es knapp anderthalb Jahre. Ja, und das ist ja das Schöne. Ich meine, Sie bekommen ja diesen 3-Kilo-Eimer. Den bekommen Sie ja nach Hause geliefert. Das heißt, völlig unkompliziert. Und Sie haben mindestens 80 Anwendungen bis zu 200 Anwendungen, wenn Sie also die Sparfuchs-Variante wählen. Dazu kommt aber Carina natürlich gleich noch. Und vor allen Dingen, es ist immer wieder Faszination, es wirklich zu beobachten, wie es denn dann hochschäumt und der Schaum auch so stehen bleibt. Richtig, und normale Flüssigreiniger laufen ja gemäß der Schwerkraft nach unten. Ja? Mhm. Und man sieht auch schon, wie die Verschmutzung sich in Wohlgefallen auflöst, wie die immer heller wird. Und jetzt habe ich für Sie die absolute Nachricht. Wir haben in unserem Schaum einen Bleaching-Effekt drin, wie beim Zahnarzt. Wer schon mal beim Zahnarzt war? Ja. Keramik? Ja, kannst du ja aufhellen, ne? Kannst du aufhellen und das machen wir mit der Toilette. Und egal, ob Sie ein 70er-Jahre-Bad haben, ob Sie Bahama Beige, Calypso Grün, so ein tolles Orange haben, das ist mit inkludiert im WC-Pulver und unser Pinienöl. Und das bedeutet in kristalliner Form, das Pulver hat nämlich sozusagen mit der Pinie geheiratet. Ah, okay. So, und dann hast du diese antimikrobielle Wirkung im Kampf gegen Keime und Bakterien, geruchsbildende Bakterien. Super. So, und jetzt gehen wir noch ein Häuschen weiter. Jetzt haben wir hier noch zwei Blumenvasen und ein Satz nebendran. Sie können natürlich die Blumenvase, wenn die verkalkt ist, auch ausschäumen. Katja, perfekt. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das funktioniert nämlich wirklich, weil bei mir waren die Vasen auch zum Teil nicht mehr ganz so unheimlich schön. Und da habe ich deinen Tipp da mal befolgt. Das geht super klasse. Ja. Super. Und jetzt ist es mal symbolisch. Große und kleine Toiletten. Ja? Genau. Weil sie sind ja alle unterschiedlich. So, und ich gebe das mal hier rein. Worum es mir geht, diese ganzen Ornamente, diese ganzen Bögen, ja, diese Kullern, werden richtig ausgeschäumt, weil der Schaum, der sucht sich seinen Weg. Und das ist für Sie die Garantie, dass wir in jedes... Das macht nichts. Ne? Wer mich kennt, der weiß. Ne? Aber bei der Toilette zeige ich Ihnen genau, wie man das gleich dosiert. Ja? Genau, so, genau. Und der Schaum, und das ist das Tolle, weil es gibt ja Toiletten, die haben so feine Wasseraustrittslöcher und da muss der Schaum ja rein. Genau, so in jede Ritze. Richtig, in jede Ritze. Und das ist nämlich das Qualitätsmerkmal. Der dehnt sich aus und geht überall dahin, wo man niemals mit einer Bürste oder irgendeinem Flüssigreiniger 10 Minuten einweichen kann. Ja? Und jetzt natürlich noch die letzte Toilette im Bunde sozusagen. So, und da sieht man auch mal, was der für eine Power hat, dieses Rohr hochzusteigen. Ja? Ja. Dass der überhaupt das schafft, ja? von der Power. So, und das ist wirklich ein Produkt, das kann ich Ihnen ans Herz legen. Und ich möchte auch noch eins dazu sagen, weil Sie sehen ja auch den Preis. Ja, das WC-Pulver, die Rohstoffe, Katja, sind so teuer geworden. Aber das ist so ein Artikel. Ne? Deswegen, ich freue mich, dass ich den echt anbieten kann. Ja. Ich finde es wirklich auch immer wieder faszinierend. Bin dir da wirklich auch dankbar, weil ich nutze das WC-Pulver auch super gerne bei mir im Wohnmobil. Weißt du, das ist ja auch immer so eine ganz tricky Geschichte, dass du so eine, also wir haben jetzt nicht dieses Porta-Potti, sondern eine richtige Wohnmobiltoilette, aber auch da natürlich viel Kunststoff und so, dass du da in die Ritzen und Rillen kommst und das geht hier mit super klasse. Und vor allen Dingen, das ist ja super bei den Campingtoiletten, ne? Egal, aber wenn die Sonne drauf prallt, man fährt ja, also gut, vielleicht schon im Winter, aber im Sommer, ne, da heizen sich ja die Wohnwagen, Räumlichkeiten, das Badezimmer, auf, Und da ist so eine Toilette natürlich kein Quell der Freude. Ne? Nein. So, und das hat schon den ein oder anderen Urlaub gerettet. Ja, ja, so, und, genau. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, Carina, das ist doch aber jetzt keine Keramiktoilette. Das ist Kunststoff, aber das ist ein anderer Kunststoff und den können Sie wunderbar ausschäumen. Genau. So, und dann einfach die Kassette leeren. Ja? So, dann den Deckelchen zumachen, ein bisschen Wasser rein. Und jetzt ein bisschen Pulver. So, und da geben Sie erstmal ein klein bisschen Pulver rein. Dann sehen Sie, wie der mit der Aufwärtsbewegung einfach die Verschmutzung schon mitnimmt. Das kann man hier richtig an diesem Schmutzrändchen schon sehen. Genau. Da kann man es schon super erkennen. Und Carina, was du jetzt aber auch noch machst, finde ich wichtig, dieses Nachjustieren. Weißt du, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt einfach mehr Schaum haben möchte, dann kann ich einfach noch eine Schippe draufhauen, sag und ich mal. Und ganz wenig, in ganz kleiner Menge, einfach rein und zack. Und das ist nämlich das Tolle. Große Toiletten, kleine Toiletten, unser WC-Pulver. Ne? Bevor die Rohstoffe so teuer geworden sind, war das ja auch in Italien, in Moskau, überall, in Frankreich, ein mega Bestseller. Ja. Aber
kann man ja fast nicht mehr produzieren. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass wir echt den coolen Preis machen konnten. Ja? Genau. Und jetzt lassen Sie das einfach stehen. Und Sie sehen auch gleich an den Vasen, der Schaum, der hat eine echte Standfestigkeit. Mhm. Sozusagen die Einweichformel. Wenn man richtig Kalkrost-Urinstein hat, ja, der ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Ja, ja? Genau. So, und dann geben wir den einfach ein bisschen Zeit. Aber ich zeige Ihnen auch gleich den Unterschied nochmal in zwei Gläsern, warum unser WC-Pulver so cool ist. Genau. Ganz fix noch eine richtige Aufschäumaktion der Toilette. Ja, ja. Gerne, so, gerne. Jetzt alle drauf. Ja, ja. So. Und da sieht man übrigens auch bei dieser Toilette, die ist auch so ein bisschen schon in die Jahre gekommen, die hat einen sehr hohen Rand, genau, der sehr, also sehe ich von der Perspektive aus schon, der sehr, sehr schmal ist. Mhm. Das heißt, da würdest du wahrscheinlich eher nur mit einer Zahnbürste unten drunter kommen. Ich habe übrigens eine Freundin, die hat jahrelang die Toilette wirklich mit der Zahnbürste sauber gemacht, weil dieser so ein Faible hatte, bis ich ihr das WC-Pulver mal in die Hand gegeben habe und gesagt habe, Helga, bitte probier es mal. Nicht mit der Zahnbürste ständig, also mit einer separaten Zahnbürste. So, ich dachte von meinem, mit einer separaten Zahnbürste. Habe ich auch schon Geschichten gehört. Du, sagte. Meine nehme ich nicht. Ich nehme nur die von meinem Mann. Genau. Aber jetzt gucken wir bei der Toilette. Jetzt mal ehrlich. Da kommst du ja nicht drunter. Nee, da kommst du, aber wer will denn da bitte drunter? Ja, selbst kein Mensch. Könnte man nicht wollen. Ja, genau. So, und vor allen Dingen die eigene Toilette macht man ja noch gerne sauber. Ja, ja. Weil man will es ja schön haben. So, und aber fremde Toiletten oder Gästetoiletten, du hast eine Party gehabt, ja, oder hast vielleicht eine kleine Praxis, eine Physiotherapie, ja, da gehst du ja beherzt hin und sagst, hey, ne? Ja. Nee, eher nicht. Toilette ist immer so ein bisschen, ne? Genau. Aber das WC-Pulver, das wird es ändern. Sie geben das Pulver, aber nicht den ganzen Becher, ja, mit ein bisschen mit dem Schmackes hier rein. So, und jetzt machen wir eins. Das Pulver steigt jetzt nach oben. Mhm. Und ein ganz kleiner Tipp noch. Jetzt sieht man auch schon, wie das mit seinen Millionen Polierkörperchen einfach die Verschmutzung schon mitnimmt. Mhm. Ein ganz kleiner Tipp habe ich noch. Hier so ganz, also ne, ein Esslöffel wird sein. Ja. Nochmal mit Schmackes in das Wasser direkt rein. Ja. Jeder weiß ja, wo das Wasserloch ist. Ne? Genau. So, und guck mal, nochmal, da schiebt es nochmal an. Ne? Super. Und so haben Sie immer die richtige Dosierung, die richtige Menge. Ja? Zack. Und nochmal rein. Also wenn das Pulver nach Hause kommt, dann kann ich Ihnen so gut wie eins garantieren, dass jeder in der Familie mal will. Ja, ja? Genau. Und zwar jetzt wird auf einmal Toilette reinigen zum absoluten Superkult. Das wird zum Highlight werden. Ja, und jetzt mal ehrlich, jetzt hört sich jetzt so ein bisschen überspitzt von uns an. Aber es ist definitiv so. Das ist einfach so faszinierend. Sie werden sich, so wie Carina das jetzt macht, ganz langsam randosieren. Nicht gleich den kompletten Becher rein, sondern wirklich am Anfang. Dann kann man es genau sehen, wie viel brauche ich in Zukunft überhaupt. Immer so ein bisschen nachdosieren. Und jetzt kriecht das direkt richtig unter den Rand. So, Katja, und jetzt habe ich noch einen ganz kleinen Tipp. Ja. Schwämmchen. Nehmen Sie sich ein Schwämmchen, ja. Mhm. Und jetzt könnte man also das schön mit Wasser. Komm, ja. Ich mache es einfach mal nass, ne? Ja. Und nicht das Pulver. Darf ich dir das so? Toilette, ne? So, wir machen das Schwämmchen einmal nass. Und ja, Sie sagen, Mensch, ich habe ein Keramikwaschbecken, ja? Ja. So, oder ich habe die Duschwand zum Beispiel. Mhm. Könnten Sie auch damit natürlich den WC-Körper sauber machen, ja? Mhm. So, wir können aber auch gleich noch mal ins Filmchen reingucken. Mhm. So, da schäumt man auf jeden Fall hier so ein klein bisschen auf. Mhm. Und dann kannst du, Katja, auch mit dem WC-Pulver einfach mal hier außen die Keramik einfach wunderbar mal nebenbei noch schnell mit reinigen. Und der Schaum, das möchte ich vielleicht noch mal zeigen, der steht jetzt 17 Minuten und macht komplett für Sie die Arbeit. Ne? Der ist so schlagsahneähnlich. Und das ist halt ein Qualitätsmerkmal, weil richtig alte, eingebrachte Dinge, ja, die kannst du hier wirklich einwirken lassen. Und genau, wenn der Schaum zusammengefallen ist, das macht er übrigens ganz alleine, weil viele mal Angst haben, oh Carina, wie kriege ich den Schaum wieder raus? Geht das von ganz alleine. Ganz alleine, ja. Genau, genau. So, aber Katja, wollen wir einen Film mal rein? Aber super gerne. Ich würde sagen, Film ab. Genau. Film ab. So, also, unser WC-Pulver hat wirklich schon Kultstatus. Gegen die Schwerkraft kriecht es bis unter den Rand mit Pinienöl. Ein Bleaching haben wir mit drin. Das ist ein richtiger aktiver Reinigungsschaum mit mikroskopisch feinen Polierkörperchen. Und das ist natürlich sensationell, weil der macht einfach für uns die Arbeit. Hier sieht man auch noch mal, der geht bis in die Ecken, in die Rillen, in die Kanten richtig rein. Beseitigt Verschmutzung, glättet die Sanitärkeramik und reinigt komplett selbstständig. Während der Aufwärtsbewegung nimmt der schon Verschmutzung mit. Aber die Einweichformel ist einfach genial.
genial. Und das sind Bilder vorher, nachher. Industrie, Gaststätte, Gewerbe, überall da, wo man sagt, hier muss man auch effektiv arbeiten. Ne? Hotellerie zum Beispiel auch. Wir haben Arztpraxen oder auch Physiotherapie, ich sag mal Räumlichkeiten, die damit arbeiten, wo viel Kundenbewegung ist. Und der Bleaching-Effekt, der sorgt dafür, dass bei jeder Anwendung einfach noch die Leistung verstärkt wird. Ne? Und ganz wichtig, mindestens 80 Anwendungen, die wir hier haben. Oder Sie können es auch noch mit nach oben nehmen, bis zu 200 Anwendungen, sobald Sie mit warmem Wasser dann arbeiten. Nee, ja, frag mal bitte, kriegen wir noch eine Minute? Ich hoffe mal. Machen wir. So, Minütchen weil, kommt drauf. Weil weißt du warum? Ich habe nämlich die Sparfuchs-Variante, die muss ich unbedingt noch zeigen. Genau, genau. So, dann bitte. Machen Sie nämlich bis zu 200. Und dann nehmen Sie nur ein bisschen Pulver, geben das einfach mal in das Wasser rein. Jetzt kommt genau so Ihr Schaumkrönchen. Aber jetzt machen Sie Folgendes. Jetzt schäumen Sie nicht oder dosieren jetzt nicht nach, sondern nehmen jetzt die WC-Bürste und dann haben Sie genauso Ihren Schlagsahneschaum. Ja. Und damit, das ist praktisch, wenn die Gäste schon an der Ampel stehen. Ja. Hey, ja, Kaffee schon fertig. Und du denkst, was? Ich muss so schnell das Bad noch mal sauber machen. Ja? Genau. So, das ist die Sparfuchs-Variante. Und Sie sehen schon, dieser Schlagsahneschaum. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, das macht Spaß, glauben Sie es mir, weil jeder, der das merkt und geht mit der Bürste durch und du hast diesen Poliereffekt und jedes Mal wird es klatter, 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 dann ist es echt ein super Gefühl. Sie haben einen tollen Reinigungsduft. Und wenn Sie damit fertig sind, ja, so, dann spülen Sie einfach nach oder geben die WC-Bürste, stellen die einfach hier rein, dann macht der Schaum das komplett noch sauber. So brauchst du halt nicht die ganze Menge zum Ausschäumen. Genau. Du hast trotzdem deinen Erfolg. Ne? Und der letzte Blick vielleicht auch noch hier auf unsere Vasen, dass der Schaum nämlich dann auch mit der Zeit nach 15, 16, 17 Minuten von alleine zusammenfällt. Und das warten Sie dann bitte einfach ab und ruhig die WC-Bürste auch reinstellen. Genau, und da kann man es nämlich sehen. Guck mal, der Schmutz ist fast komplett weg. Der ist fast komplett weg. Und das ist nämlich das Sensationelle. Ja? Und der Schaum, der hat halt wirklich so eine exzellente Standfestigkeit. Aber weißt du, Katja, komm, lass mich, ich klaue noch ganz kurz. Ja? Okay, komm, ja. Komm, ich weiß doch. Ne? Ich krieg dann bestimmt wieder Mecker. Ja, aber komm, dann Augen zu und durch. Augen zu und durch. Jetzt sind wir so weit gekommen. Jetzt habe ich fast alles gezeigt. Ja. So, und zwar, das ist jetzt ein normaler Reiniger. Und das sind zwei Gläser. Mhm. Ich zeige Ihnen mal den Unterschied. Ein normaler Reiniger, die waren ja auch schon schlau, die Leute. Ja. Die haben so einen Schaum Düse angebracht. Genau, genau. Aber in circa einer Minute ist der Reiniger weg und eingetrocknet. Ja? Jetzt kann der den Rand natürlich gar nicht sauber machen. Nee, ist ja auch logisch. Der kann nicht den Rand sauber machen. Und stell dir jetzt vor, du hast Kalkrost, Urinstein, dann haben sie in 3 Minuten eingetrockneten Reiniger auf alten eingetrockneten Kalkrost, Urinstein oder Biofilm. Ja. Der kann ja gar nicht. Ja? Nee. Und deswegen sind die alle so ätzend scharf, auch stechend vom Geruch, genau. Weil die ja auch generell von Haus aus keine Zeit haben. Mhm. Und hier drüben das Glas, das ist jetzt unser Glas mit unserer Toilette und jetzt kommt unser WC-Pulver und dann ist auch wirklich ruckzuck in der letzten Sekunde die Idee komplett erkannt. Ja, ja? Guck Reiniger mal. Weg, eingetrocknet, unser Reiniger steigt nach oben und steht 17 Minuten in der Toilette. So cool. Und das ist das Tolle und nimmt mit der Aufwärtsbewegung die Polierkörperchen, Schmutz mit Biofilm, alles in der Toilette, was Gerüche macht. Wir wollen es gar nicht alles wissen. Kalk, oder wir wissen es ja, ne? Aber wir wollen es nicht sagen. Kalk, Rost, Urinstein und das WC-Pulver ist wirklich ein Reiniger der Neuzeit. Ganz genau. Und der macht Spaß. Und da ist das Toilettereinigen wirklich ein kleines Highlight im Bereich des Saubermachens. Einfach während des Zähneputzens, so mache ich es, WC-Pulver rein, Zähne putzen, schön einwirken lassen, noch ein bisschen vielleicht Armaturen sauber machen und fertig. 3 Kilo bekommen Sie nach Hause und das zum fantastischen Preis. Ganz viel Freude damit und bitte gerne auch Feedback geben. Auf Instagram, auf Facebook. Wir sind ja überall da und dementsprechend viel Spaß.